Marco, Telefon! Jawohl, komm! Signature Bikes, Marco. Der Sick? Der ist gerade schwer beschäftigt. Hey, ihr seht, es läuft alles seidenfein. Ich muss nicht einmal mein Telefon abnehmen. Jetzt habe ich wieder Zeit für das, was ich am liebsten mache. Schrauben, Zeug konstruieren. Das alles dank dem neuen Werkstattleiter. Wir sagen dem Heimleiter, das passt einfach besser. Marco! Komm doch mal zu uns, gell? Ja, dann haben wir den Marco. Du bist jetzt dann auch schon bald ein Jahr dabei. Ja, noch nicht ganz. Noch nicht ganz. Man hört es. Der Dialekt, gell? Das ist ein Tackenbrock. Erzähl mal schnell ein bisschen, wie bist du da gelandet? Was machst du überhaupt da? Frag mich manchmal auch, ja. Nein, also zuerst ja eigentlich mal ein Holzwurm gewesen, ja. Aber weißt du, Töffel geschrieben hast du schon immer. Ja. Oder? Das ist mein Hobby. Und irgendwie habe ich die Chance bekommen, so Signature Bikes, kennst du noch aus den Videos, gell? Ja. Denkst, wow, jetzt lernst du die Sick kennen, wow, krass. Hey. Ja, und da herkam und irgendwie hat es gestimmt. Und ja, jetzt habe ich dürfen, ich gehöre zu den wenigen, die sein Hobby dürfen zum Beruf machen. Ich will noch schnell etwas beifügen. Zu mir kommen oder zu uns kommen. Mit dem Töffel selbstverständlich, oder? Grosse auf dicke Hosen machen, das war absolut herrlich. Was war das? März? Ja, März. Nein, noch nicht so wahnsinnig warm. Ja, was hat es etwa 3 5. Grad? Oder sogar, stimmt, es war fast 0 gewesen. Also gegen die 0 Grad, er natürlich zack, die dicken Hosen montiert, mit dem Töffel daher gefahren und hat die ganze Stunde lang geschlottert wie so eine arme Sau. Ist halt doch, wie lange bist du unterwegs? Eine Stunde? Eine Stunde bin ich unterwegs. Aber ich zweimal müssen anhalten, weil ich meine Hände nicht mehr gespürt habe. Kannst du mal schnell ein bisschen überfliegen, was sind so ein bisschen deine Hauptaufgaben? Was hast du mir vor allem abgenommen? Mit mir könnt ihr Termine abmachen. Zum Service machen, Reparaturen, Restaurationen. Dann nehme ich das auf, machen wir einen Termin ab, dann könnt ihr mit dem Hobel hierher. Wir schauen dann miteinander an. Ich erstelle dir dann die Offerten, dann tue ich Teile bestellen, Sachen organisieren, dort Arbeitsaufträge schreiben. Ich schraube ja auch noch, übrigens, das ist gar nicht erwähnt, gell? Mhm. Weil so 2-2,5 Tage komme ich noch selber zum Schrauben, wo ich einmal zwischendurch wieder mal ein schönes Projekt mache. Ich bin nicht noch im Büro. Es ist auch viel professioneller geworden, das Ganze, muss ich also zusagen, mit dem Programm und dem ganzen Zeugs. Also, weil meine Stimme natürlich nicht gerade der absolute Brüller ist heute, würde ich sagen, du hast ja da auch am meisten gemacht, gerade mit dem neuen Lager und so weiter. Ricola, gell? Du, ein flotter Kaib. Wie lange hast du das schon im Hosensack? Hey, das habe ich erst gestern. Das ist jetzt nicht so tun. Jawohl, es rutscht noch gut aus. Ja, ja. Eben, gell? Also, ja. Hey. So, also. Dann machen wir mal. Wow, was ist das da noch zapfen? Wow! Darum weißt du, dass ich nicht genommen habe. Ja, jetzt ist alles klar. Legen wir los, habt ihr Lust? Und zeige euch mal, was wir alles verändert haben im letzten halben Jahr. So, willkommen in unserem neuen Lager. Wie ihr wisst, haben wir den Sick immer ein bisschen angezündet. Lager 1, Lager 2, Lager 3 und so weiter. Jetzt haben wir alles vereint in ein Lager. Und zwar seht ihr jetzt hier, auf dieser Seite sind alle Teile drin. Das heisst, da ist jetzt zum Beispiel Sachs, da haben wir Piaggio, da haben wir Puch. Und das ist jetzt relativ einfach für uns. Und natürlich Ring, da kannst du auftun, ist alles gerade wunderbar, kannst du rausziehen, musst nicht mehr irgendwie an 3 Orten herlaufen. Und dann auf dieser Seite haben wir Kundenprojekte. Also wenn sie uns noch Motor anliefern oder wir etwas zerlegt haben, dann können wir das anschreiben und können es hier rein tun und haben es nicht mehr irgendwo verstreut. Und ihr seht hier das Leiter, oder? Für die Kleinen von uns. Also wenn da mal einer eine Idee hat, mit der Rolle dran, die ich auch rauf mag, hey, schickt mir ein E-Mail. Wir wären wirklich froh, um etwas, das Rädchen dran hat. So, und jetzt gehen wir mal noch in die andere Ecke. Wir haben die Ausstellung auch noch etwas angepasst. Wie ihr wisst, ist jetzt ja der Joe, der Kriegel, ich und der Sick. Also das heisst, wir müssen eigentlich 4 Arbeitsplätze haben. Es hat uns einer gefehlt und das haben wir auch gelöst. Das zeige ich euch jetzt. So, das ist ja unsere Ausstellung. Die kennt ihr ja schon ein bisschen. Jetzt, um den Arbeitsplatz einrichten, vom Kriegel, haben wir hier hinten diesen Teil müssen ansetzen. Wir müssen ja alle Töffel Platz haben. Und dafür haben wir
auf dieser Seite ein Stück abgeschnitten. Kriegel! Hey, Marco! Ihr seht, der Kriegel hat hier einen der schönsten Arbeitsplätze mitten in der Ausstellung. Die hinterste Ecke. Die hinterste Ecke haben wir ihm platziert. Der Kriegel, wisst ihr, ist sehr viel beim Filmen. Und darum ist das der ideale Arbeitsplatz. Gerade vis-à-vis eigentlich vom SICK. Das ist aber noch nicht die einzige Optimierung. Sondern ich habe jetzt auch einen Arbeitsplatz bekommen. Und den Joe haben wir auch noch optimiert. Gehen wir zum Joe. Ha, du kommst gerade richtig, du. Ja, ja. Keine Zeit. Mal, los. Ah, tiefe Story. Du, ich habe es gerade gesagt, unsere Arbeitsplätze haben wir auch optimiert. Ja. Da wäre gerade der richtige Zeitpunkt, um Joe vorzustellen. Also, machen wir das. Motorraver, eines der besten Heftchen ever. Ja, der Joe ist auch schon eine Zeit bei uns. Erzähl mal schnell, ein bisschen, wie ist das entstanden? Warum bist du da? Du bist ja im Offenkult natürlich auch noch ein bisschen tätig. Tutorials, ja. Kundendienst. Ich bin vorher, bin ich 16 Jahre als Automech tätig gewesen. Und mein grösstes Hobby waren immer die Mofas gewesen. Und irgendwann habe ich gedacht, ja, ich mache mein Hobby zum Beruf und habe mich mal beworben bei dem Mofa-Kult. Und dann haben wir uns können darauf einigen, dass ich 60% ein bisschen dort im Kundendienst bin und noch 40% da bei Signature. Und ein bisschen meinem Hobby nachgehen kann und dabei noch Geld verdienen. Super. Genau. Das ist ja immer der Optimalfall natürlich, oder? Genau. Und ihr seht, das ist jetzt alles in diesem Jahr passiert. Also es ist doch ein rechtes Team, jetzt mal abgesehen natürlich auch noch von hinter der Kamera etc. Und du bist natürlich absolut Ciao-Fan, oder? Kann man das ja, so sagen? Ja, habe ich ein paar, kenne ich mich gut aus, auf jeden Fall, ja. Ciao, ja. Puch. Puch, Sachs, eigentlich ein alles. Ja, was hast du für einen, erzähl mal schnell von deinem Fuhrpark vielleicht noch zuhause. Mein Fuhrpark? Ja, da haben fast einiges. Eben ein paar Piaggios, zwei, drei Puch, Sachs. Also innen die Hand geschalten, Thomas, wirklich eigentlich quer durch, ein bisschen alles. Quer durchs Beet, Thomas, ja, ja. Ja, ja. Dankeschön. Das ist jetzt mein Arbeitsplatz, da war früher noch der Kriegel. Ich sehe da auch vielleicht hier im Hintergrund hat sich auch etwas verändert. Saubere Sachen, also haben die Presse auf diese Seite genommen, wir haben die Wäschelage vom Josi Mecken haben wir auf diese Seite genommen. Einfach so, dass unsere Abläufe ein bisschen einfacher werden, dass wir effizienter werden und dass wir mehr Töpfchen machen können. Weil jetzt ist Winterzeit, bringen uns jetzt Töpfe für Service, für Umbauten, ganz egal, wir machen praktisch alles. Weil dann, wenn es dann so wieder mal warm wird, ist es parat. Hier unten sind wir jetzt im Lager für unseren Kundenfahrzeug. Darum habe ich gerade den mit runtergenommen. Hier haben wir ein separates, überwachtes Lager. Um unsere Kundentöffli, wenn du vielleicht mal schauen kannst. Das sind unsere Kundenprojekte, wo wir dran sind, am Arbeiten oder schon fertig sind. Und dass die nicht alle hier bei der Ausstellung Platz sind, ist glaube ich jedem klar. Sollen wir das gerade hier platzieren, dann darf es dann abholen kommen. Gut, dann zeige ich euch noch die andere Seite. Dort ist nämlich auch richtig etwas gegangen. Gut, hier sind wir jetzt in unserer Garage. Hier unten haben wir immer so unsere Platzprobleme gehabt. Und jetzt denke ich, machen wir einmal rundherum, dann sehen wir mal, wie wir aufgeräumt haben. Das ist jetzt natürlich schon wieder ein Kundenprojekt, wo wir unten, wenn wir Sachen schweissen müssen, haben wir hier eine Hebebühne. Die haben wir übrigens schon immer gehabt. Ist nur so blockiert von so einem weinroten Dreirad. Dann auch hier, ihr seht, auch diese Ecke haben wir aufgeräumt. Dass wir Platz haben zum Schweissen und nur noch das dort ist, was du wirklich brauchst. Da ist mehr oder weniger geblieben. Die grösste Änderung, die haben wir hier. Und zwar sind das jetzt nicht Kundenhübel, sondern unsere eigenen. Und da haben wir ein Reifenlager gemacht, schön sortiert. Und wenn wir mal ein grösseres Projekt haben, wer weiß, was uns noch alles Lustiges in den Sinn kommt, dann können wir hier Platz machen und dann können wir mal ein ganz grosses Gefährt erstellen. Was ist denn da innen los? Du wirst gerade verschossen, wenn du hier kommst. Jetzt habe ich gerade meine Werkstatt-Tour fertig gemacht. Ah, schön. Und wir haben dann auch eine tolle Idee. Ja, wir, es ist Weihnachten, hast du vielleicht auch schon mitbekommen. Und wir schmücken mit ein bisschen Spass den Baum. Und in dem Sinne würde ich sagen,
Wir wünschen euch alle eine schöne Weihnachten. Schöne Weihnachten. Komm, singen wir mal noch etwas. Nein, singen wir nicht. Wenn wir das Jahr schön, das super abschließen, ja. Wünschen einen guten Rutsch. Wir freuen uns auf euch im 2023. Jawohl. Macht's gut. Schöne bis Weihnachten. Dann, guten Rutsch. Tschüss zusammen. So, los. Die gefällt mir wahnsinnig gut. Das ist ein Traum. Topfen! In der Fingerhöhe. Hast du Angst? Mutig. Richter! Zündung! Da! Zündung! Ja, bravo. Genau, gerade drei. Wunderschön! Zündung! Zu wenig hoch, aber ja, Weihnachten kann Spass machen. Schön einmal drüber hingelegt, schau mal. Einmal drüber. So geil. Schön.